Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Jaxxed. Wir tun gerade hier noch die restlichen Steine brennen danach. Oder echt können wir mal versuchen, ob sich das noch hier ausgeht. Nicht mal ansatzweise und jetzt brauchen wir Energie. Das war ein sehr schlauer Move von mir. Was sind die ganzen coolen Ist das gerade ein Bug? Ach nee, jetzt ist wahrscheinlich ein Coolblock gleich weg und dann... Toll, jetzt ist meine Kohle weggebackt. Was soll das denn? So. Gemerkt, der Ofen ist böse. Jetzt haben wir hier schon mal noch 6. So, wie war das jetzt? Ich wollte eigentlich nochmal schnell in den Energy Converters reinschauen. Add Energy. FE Energy Producer. Also brauchen wir immer einen Consumer und wahrscheinlich einen Producer. So wie ich mir das vorstelle. Wir brauchen 2 Goldplan, 2 Eisen. Stone. Das haben wir. Das haben wir auch. Die 2 Eisen haben wir auch. Das Gold hole ich auch nochmal hier raus. So. Ich kann jetzt eigentlich einfach den hier bauen, oder? Dann setze ich einen hier rein, dann habe ich einen Consumer und einen Producer. Ne? Sehe ich richtig. Jetzt gehen wir in Buildcraft rein. Das ist jetzt ein wissenschaftliches Experiment. Das müssen wir jetzt ein hölzernes Rohr machen. Bedeutet, dafür brauchen wir Glas und Holz. Habe ich noch Glas? Sicher, irgendwo habe ich noch da. Das wollte ich gerade sagen, aber Holz wird ein Problem. Das ist sozusagen das billigste der billigsten Rohre, die es gibt. In dem Fall. So, jetzt brauchen wir nochmal schnell ein bisschen Redstone. Dann tun wir den Block zurück. Nehmen das mit. Machen wir ein elektrisches Kabel fürs erste. Und nehmen dann den Tank hier mit. Oder kann ich rein theoretisch an dir das Kabel anschließen? Nee. Aber können wir mal gucken, Consumer Producer. Du bist ein Producer. Bedeutet, rein theoretisch kann ich an dich... ...nichts der beiden Sachen anschließen. Na toll. Warum muss Wildcraft schon wieder seinen eigenen Kopf haben? Aber man konnte doch mal den Strom wechseln, oder? Oder bin ich jetzt komplett doof? Energy. Seit wann benutzen die echt Joules? Oder benutzen sie den IC2-Strom? Ja, natürlich jetzt eine andere Idee, dass die jetzt IC2 benutzen. Wäre aber auch wieder doof. Aber wäre auch klar, weil die auf derselben... Ich glaube, die sind ja fast gleich, ne? Buildcraft und Industrialcraft waren eigentlich immer zusammen. Wäre auch auf eine gewisse Weise sinnvoll dann. Ich wollte gucken, Industrial. Und zwar gab es doch hier den... Wo ist er denn? Generator und den Geothermal. Gut, das generell 2 Stahlbahnen, Empty Cells und Glas. Das ist Zinn, ja, das kriegen wir schnell zusammen. Jetzt ist Tag. Ich habe irgendwo das Gefühl gehabt, dass hier von... Da ist ein Skelett. Jetzt testen wir mal schnell meine Theorie aus. Dafür bräuchte ich ein Stück Holz. Also
Also angeschlossen kriege ich das zum Beispiel nicht. Okay. Geht es denn rein theoretisch? Den platzieren wollte ich jetzt nicht. Da dran geht er. Bereutet rein logisch, gehst auch du da dran. Oh, das wird jetzt anstrengend, wenn ich das nicht wechseln kann. Buildcraft. Da muss ich mich wahrscheinlich mal zwischen den Folgen auseinandersetzen, warum das jetzt nicht geht. Heat Exchanger. Exchanger. So, Holzpeil, Energieleitungen, ja. Aber nicht so Stromlager hat das, haben die in Buildcraft jetzt auch nicht, oder wie? Jetzt kannst du Energie rein theoretisch noch nicht mal lagern, oder was? Das ist ja auch vollkommen bescheuert. Hä, geht das nicht? Rohre zur Unterstützung. Energieadapter. Moment mal, was ist ein Energieadapter? Cobblestone und Kiese, davon habe ich hier genug. Warte mal. Was zur Hölle ist ein Energieadapter? Habe ich jetzt auch noch nie gehört. Warte mal, Kies, habe ich die Kies dabei? Irgendwo liegt hier sicher Kies rum, da. So. Energieadapter, was ist das denn? Davon brauche ich 6 Stück, wie viel habe ich? 8 Stück. Also reicht. Dann brauche ich ein Stone hier. Das kriegen wir schnell zusammen. Wo ist so ein Stone Gear, ein Gold und ein Redstone habe ich auch dabei. Bedeutet rein theoretisch kann ich jetzt Energieadapter bauen. Was zum Fick bist du? Weil das verstehe ich jetzt absolut nicht. Was macht der Energieadapter? Übernimmt er die Energie von anderen? Wenn ich jetzt hier einen Energieadapter dran setze. Wie funktioniert der? Hm? Energieadapter? Hä? Das sind Kabel, das ist mir schon klar. Rohrstöpsel, Dichtung. Aber ein Energieadapter ist doch normalerweise dafür da, um Energie zu wechseln. Oder bin ich jetzt zu doof dafür, das zu kapieren? Hä? Oder zieht der jetzt von bestimmten Maschinen Strom? Hä? Hä? Also ich bin gerade echt verwirrt. Lass ich mal anmerken. Ich bin sowas von verwirrt gerade. So verwirrt, dass ich gerade beschlossen habe, dass ich mir eine Diamantaxt mache und ganz viel Holz farm. Immer wieder offline, weil ansonsten kommen wir hier nie voran. Wir tun mal den. Die werden wir sicher irgendwann mal brauchen. Brauchen wir mal ein bisschen mehr Platz im Inventar. Dann tun wir mal die ganzen Bausachen kurz nach da unten, weil ich bin gerade echt sowas von verwirrt. Von weil ich nicht weiß, was das jetzt war. Also, irgendwie können wir Energie wechseln, vielleicht doch. Oder nicht? Wir machen es doch mal schnell. Wo sind die Diamanten? Da, Alter, 21 Diamanten. Überhaupt nicht übertrieben oder so. So, einfach mal eine Axt schnell gemacht. Die Axt ist mir mittlerweile wurscht. Aber jetzt ist mal so
ganz blöd gefragt. Wie funktioniert diese Drecksenergie-Adapter? Warum steht da nicht mal was dabei? Weißt du, für sowas bräuchte man wieder eine Hilfe, weil... Wie soll ich checken, wo das Teil dran gehört? Oder gehört es zum Beispiel an den Energy Producer dran? Oder muss es irgendwo rein? Gehört es in eins der Maschinen von Buildcraft? Da kann ich auch nicht reingreifen. Das sind Linsen. Energieadapter ist für mich ein Adapter für Energie. Also wie ein Steckeradapter. Dass du beim anderen Stecker reinstecken kannst und so, ne? Ah, das checke ich hier mal aber überhaupt nicht gerade. Hä? Ein Energieadapter. Der ist zu 99% mit fast allem kompatibel. Nur weil wir noch nicht mit Buildcraft, weil Buildcraft sagt, nee, ich habe keinen Bock. Dann schauen wir jetzt mal nach Tanks. Da hätten wir einen Ender-Tank. Der wäre natürlich genial. Weil damit können wir dann von oben nach unten die Energie lassen. Flüssigkeitstank. Wird wahrscheinlich das sein, worauf es beinahe abläuft. Irgendwann mal Maschinentank. Was ist das? Eine Overclock Pump. Black Hole Tank. Das ist eine Tankanzeige. Stahltankanzeige. Tragbarer Tank. Da haben wir einen tragbaren Tank von Thermal Expansion. Oh, Thermal Expansion. Warte mal. Thermal Expansion. Mit welcher Energie löst du eigentlich? Redstone Ofen Basic. Die haben auch ganz viel Energie. Ich muss mich mal dabei jetzt mal spielen. Muss ich mir meine Freizeit nochmal gönnen und im kreativen Modus tonnenweise probieren, wie ich bitteschön Energie von A nach B kriege. Aber hier ist ein basic tragbarer Tank. Das wäre schon mal etwas. Das sind Lasergehärtete. Und wie einfach ist das zu machen? Glas, 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 Copper Ingot und ein Redstone Servo. Der geht easy. Das wäre eine Energiezelle. Wenn Energie geht, ja. Weil dann würde ich in vielleicht solche Energiezellen vielleicht zwischendurch speichern am Anfang. Vielleicht. Müssten wir schauen halt, ne? Wie wir das am besten regeln. Aber hier Glas, 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 Copper Ingot. Das kriegen wir schnell hin. Aber nicht jetzt. Schlimmer ist, dass die halt dauernd Energieverlust haben. Bedeutet, wenn die nicht laufen, verbrauchen die dauernd Energie. Und natürlich bei Kohle ist das jetzt noch, sagen wir mal, schlimmer, weil wir dauernd Kohle produzieren müssen. Und solange ich das da drüben nicht irgendwie zum Laufen kriege, hat sich der ja auch viel gebracht. Weil so könnten wir zum Beispiel auch größere Massen an Punkten aushöhlen, wo wir dann arbeiten können. Dann haben wir da mittlerweile hier viel Sand. Nehmen wir mal einen Pack als Sand mit. Aber ansonsten nichts als laute Luft, ne? Aber Leute, ich würde sagen, das war's auch für diese Folge in dieser Woche. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.